Hallo und herzlich willkommen. Heute stricke ich mit euch dieses schöne Muster hier. Ich habe schon ein einfaches Lob damit gestrickt in Runde. Dadurch möchte ich euch auch sagen und zeigen, dass man das in Runde stricken kann. Und jetzt würde ich mit euch zusammen ein Rapport nach oben stricken. Hier habe ich schon zwei Rapports. Ein Rapport nach oben für ein etwas breiter Stirnband. Zur Skizze. Die von euch, die schon bei mir öfter zu Besuch waren, die wissen, wie ich die Zeichen, was die bedeuten. Und hier, wie du siehst, haben wir nur rechte und linke Maschen. Also, ich würde ganz ohne schlechtes Gewissen sagen, ein Zopfmuster für die Anfänger. Da kannst du wirklich nichts Verkehrtes machen. Wir haben hier, wie du siehst, nur rechte Maschen. In den geraden Reihen stricken wir die so, wie die erscheinen. Also, wenn wir in der ersten Reihe nur rechte Maschen haben, dann erscheinen die in der zweiten Reihe als linke Maschen. In der dritten Reihe haben wir sechs Maschen, sechs Maschen links, dann erscheinen die in der vierten Reihe als rechte Maschen. Und so stricken wir die. Und sechs Maschen rechts, die erscheinen in der geraden Reihe als linke Maschen. Wie du siehst, das ist wirklich, wenn man das, die Skizze sich anguckt, das ist wirklich sehr, sehr einfach. Wir haben hier diese Zopf. Das ist die drei Maschen, liegen wir vor die Arbeit und hier oben hinter die Arbeit. Das zeige ich dir ganz langsam jetzt. Die Skizze, die kannst du dir abschreiben wie jedes Mal. Oder auch kann ich dir die per E-Mail oder bei Facebook schicken. Über die Wolle kann ich euch wirklich nicht viel sagen, weil ich habe zwei große Knollen geschenkt gekriegt, hier 100 Gramm. Und da waren... Entschuldigung, ich habe Frosch im Hals. Und da waren keine Zettel dabei. Aber ich vermute, es ist Polyacryl oder sowas ähnliches. Das ist keine Merinowolle. Und ich habe das mit Stricknadel in der Stärke 5 mm gestrickt, weil das etwas dickere Wolle ist und ich wollte das locker haben. Dieses Stirnband habe ich jetzt mit Perlenmuster die Ränder, so wie hier bei dem Lob, auch Perlenmuster und auch hier am Ende. Und wir haben hier ungefähr 14 cm Breite. So, dann wollen wir mal anfangen. Also, ich zeige dir noch mal diese Muster. Das habe ich hier als Beispiel für euch. Ich muss das so machen, weil hier habe ich was anderes ausprobiert. Und ich wollte euch nur dieses Muster, was wir jetzt stricken würden, in etwas dünne Wolle und helle Wolle zeigen. So sieht das aus, wenn man das... Ich muss nach vorne... wenn man das in helle Wolle strickt und die ist etwas dünner oder viel dünner, weil ich habe die hier mit 4 mm gestrickt. Dann fangen wir an. Wir würden zusammen jetzt nur die ungeraden Reihen stricken und die geraden Reihen strickst du alleine, so wie die Maschen erscheinen. Du brauchst natürlich auch eine Zopfnadel oder ganz normale, gewöhnliche Stricknadel. Das kann eine Nadel von Nadelspiel sein. Das ist egal. Am Anfang stricke ich mein Perlenmuster. Wie man Perlenmuster strickt, das findest du auf meinem Kanal auch. Unten kann ich einen Link machen.
Da musst du nur anklicken und dann hast du schon die Seite oder das Video, wo man Perlenmuster steckt. Und dann die restlichen Maschen, das heißt, wir haben jetzt 12 Maschen für einen Rapport, die stricken wir nach rechts. Alle Maschen jetzt rechts, auch die, die hier von der 24. Reihe als linke erscheinen, die stricke ich von vorne hier stechen und stricke ich die auch nach rechts. Dann kommt mein Markierer und dann habe ich wieder mein Perlenmuster und dann muss ich die Arbeit wenden und in dem Fall die zweite Reihe, da würden das alle Maschen links. Wir sind jetzt bei der dritten Reihe. Ich mache erstmal meine drei Maschen von meinem Perlenmuster und dann stricken wir die ersten 6 Maschen stricken wir links. Vier, fünf und die sechste. Und die nächsten 6 Maschen strickst du rechts. Ich wollte noch dazu sagen, wenn du jetzt in Runde strickst, dann die geraden Runden, sagen wir so, strickst du auch so, wie die Maschen erscheinen. Also die zweite Reihe strickst du hier, wo du links gestrickt hast, strickst du natürlich linke Maschen und hier strickst du rechte Maschen. Das ist nur umgekehrt, wenn du mit 2 Stricknadel strickst. Das ist so kleine Info für die von euch, die Anfänger sind. Und dann habe ich mein Perlenmuster und die letzte Masche ist die Randmasche, die stricke ich nach links. Dann die Arbeit wenden und jetzt hast du die vierte Reihe, da strickst du alle Maschen, so wie die erscheinen. Die fünfte Reihe, da stricken wir wieder alle Maschen rechts. Erstmal ist mein Perlenmuster und dann habe ich alle Maschen, stricke ich rechts. Auch die hier, die bei mir hier als linke erscheinen, da steche ich von vorne unter die Masche und stricke ich die nach rechts. Und bei dem, die hier als rechte erscheinen, da steche ich verschränkt und stricke auch die Maschen nach rechts. Nochmal zur Erinnerung, wir haben 12 Maschen, also Maschenzahl teilbar durch 12 und dann haben wir 24 Reihen und die 25. Reihe fängst du wieder an, so wie die erste. Das war jetzt die fünfte Reihe, die sechste Reihe, in dem Fall stricken wir alle Maschen links. In der siebten erste Masche ist die Randmasche, dann kommen meine drei Maschen, die ich für als Perlenmuster hier stricke. Und dann, wenn du auf der Skizze guckst, hast du wieder 6 Maschen, die du links strickst und die nächsten 6 Maschen strickst du nach rechts. Wie du siehst, bis jetzt ist das wirklich ganz, ganz einfaches Muster. Und auch mit dem Zopf, das würdest du gleich sehen, weil ich glaube, nächste Reihe haben wir schon, mussten wir schon zöpfen. 2, 4, 6. Und jetzt die nächsten 6 nach rechts. Da würdest du auch sehen mit dem Zopf, dass das ganz einfach ist. Und ich finde, das sieht ganz toll aus und auch ist geeignet wirklich für Anfänger. Du kannst doch nicht jedes Mal nur rechte und linke Maschen glatt stricken. Das, irgendwann musst du was Vernünftiges lernen. Okay, das war die siebte Reihe und die achte Reihe strickst du, so wie die Maschen erscheinen. In unserer neunten Reihe müssen wir schon zöpfen, also brauchst du eine extra Nadel. Als erste haben wir 6 Maschen, ganz normal rechts, so und die sechste. Jetzt kommen 3 Maschen auf die Hilfsnadel. Die nächsten 3 Maschen, die auf der linken Stricknadel sind, die schiebst du auf die Hilfsnadel runter und liegst vor die Arbeit, vorne.
Die nächsten drei Maschen strickst du ganz gewöhnlich nach rechts. Eine, die zweite und die dritte. Du brauchst keine Angst haben, wenn du ganz normale, richtige Zopfnadel hast, da kann nichts passieren. Die fliegen nicht runter. Auch von so einer Zopfnadel kriegst du die nicht so einfach runter, ohne die rauszuschieben. Jetzt die drei Maschen von der Hilfsnadel schiebst du wieder auf deine linke Arbeitsnadel. Eine, die zweite und die dritte. Jetzt brauchen wir die nicht mehr. Und auch die drei Maschen strickst du ganz normal nach rechts. Ich habe hier so ganz normal nach rechts. Und das war's. Das erste Zopf ist fertig. Schau mal, so sieht das aus. Bei mir sind das jetzt meine Maschen, die ich in Perlenmuster, die Randmaschen hier. Insgesamt habe ich 4 davon. Und dann die Arbeit wenden. Und kommen wir zur 10. Reihe. Und die 10. Reihe strickst du alle Maschen nach links. Die erscheinen alle hier nach links, weil wir die Zöpfe, wir haben gezöpft nach rechts. Also erscheinen die hier nach links und so strickst du die auch. Wir sind jetzt bei der 11. Reihe. Und da haben wir wieder 6 Maschen links und dann 6 Maschen rechts. Also als erste 6 Maschen links, 3, 4, 5 und 6 und dann 6 Maschen rechts. Meine Perlenmustermaschen und als letzte ist die Randmasche, die stricke ich nach links. Das war jetzt die 11. Reihe, die 12. strickst du so, wie die Maschen erscheinen. In der 13. Reihe strickst du wieder alle Maschen rechts. So, und jetzt mein Markierer und alle Maschen stricken wir in der 13. Reihe nach rechts. So. Und als letzte, weil ich diese Muster für Stirnband nur einmal stricke, weil sonst wird das für ein Stirnband zu breit. Deswegen stricken wir nur ein Rapport. Jetzt die Arbeit wieder wenden und die 14. Reihe strickst du in dem Fall alle Maschen links. In der 15. Reihe stricken wir 6 Maschen rechts und danach stricken wir die nächsten 6 Maschen stricken wir nach links. 1, 2, 4, 6 und jetzt 6 linke Maschen. Die 5. und die 6. Den Markierer muss ich jetzt hier schieben. Also die linken Maschen, die wir hier links gestrickt haben, erscheinen die auf der anderen Seite als rechte Maschen. So, und das war jetzt die 15. Reihe. In der Reihe 17, da stricken wir alle Maschen nach rechts und in der 18. Reihe, die gerade Reihe, stricken wir alle Maschen nach links. So, das war's. Noch eine und dann kommt mein Perlenmuster wieder. Wie du siehst, das ist wirklich
kinderleicht. Man muss nur rechte und linke Maschen stricken. So, Reihe 17. 18. Reihe strickst du alle Maschen nach links. Die 19. Reihe. Als erste haben wir 6 Maschen rechts. Sechs und dann 6 Maschen links. Ach, der Markierer, der. So, und dann nach dem Markierer kommen meine 4 Maschen für meinen Rand. Würde ich jetzt nicht diese Perlenmuster da machen, aber auch bei dem Lob, dann würde das sich hier rollen. Da würdest du ein bisschen Probleme damit haben, weil das ist, ja, man sagt auch immer, Zopfmuster ist ein schweres Muster. Und dadurch wird das auch sich ein bisschen hier rollen. Deswegen mein Tipp, dass du immer ein bisschen hier bisschen Rand machst. Das war jetzt die Reihe 19, die 20 strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Wir kommen jetzt zur Reihe 21 und jetzt müssen wir wieder zöpfen. Aber diesmal die 3 Maschen von der linken Stricknadel auf die Hilfsnadel. Schau mal. Eine, zweite und die dritte. Aber diesmal legen wir die hinter die Arbeit. Den Faden, ganz wichtig, wieder hier hinter der linken Stricknadel. Die nächsten 3 Maschen stricken wir nach rechts. Bisschen fester hier ziehen, nicht dass euch hier zu große Loch entsteht. Bisschen nur und die nächsten 3 Maschen strickst du rechts. Jetzt die 3 Maschen von unserer Hilfsnadel schiebst du wieder auf die linke Arbeitsnadel. 2 und die dritte. Faden wieder nach hinten. Schau mal, den Faden wieder da nach hinten. Und die 3 Maschen, die strickst du auch nach rechts. Und so ist entstanden unser zweiter Zopf. Ganz süß. Die nächsten 6 Maschen strickst du ganz normal nach rechts. Und wenn du jetzt auf die 22. Reihe kommst, dann strickst du alle Maschen links. Da würden unsere Zöpfe auch links abgestrickt in der 22. Reihe. So, das war jetzt die 21., die 22. strickst du alle Maschen nach links. Wir sind jetzt bei der 23. Reihe. Die Randmasche bei mir und mein Perlenmuster wieder 3 Maschen. Markierer. Und dann habe ich 6 Maschen rechts. 4, 5 und die 6. Ja, und 6 Maschen links. Ich war am Überlegen, ob ich die 23. Reihe jetzt habe. Doch, woher habe ich doch gezöpft? Dann muss das die 23. sein. So, und jetzt mein Perlenmuster. Und die Randmasche. Wenn du jetzt die Randmaschen, die erste, wenn du die nicht strickst, sondern hebst, ohne zu stricken, so wie ich jetzt hier, ich zeige dir das, dann kommt diese Perlenmuster. Jetzt zeige ich dir, was ich euch sagen wollte. Wenn du die erste hebst, und die letzte nach links strickst, dann hast du nachher so schöne sauber Rand.
Schau mal, das sieht ganz toll aus. Wenn du das hier auf dem Kopf hast, dein Stirnband, dann, und das ist hier genauso wie die andere Seite. Ganz schön sauber. Das ist jetzt die 24. Reihe. Die strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Wir sind fertig. So sieht das aus. Du siehst ganz tolle Muster für ein Stirnband. Sieht ganz toll aus, aber auch für diese Loop, was ich hier in Runde gestrickt habe. Wie ich schon sagte, die Skizze, die kannst du dir entweder am Anfang von diesem Video abschreiben oder ich schicke dir die zu. Das ist gar kein Problem. Ganz schlimm. Unsere, die von euch, die gesagt haben, Lotti ist süß, da könnte man sehen. Aber das war meine Schuld. Ich habe zu doll mit der gespielt und sie mag das nicht. So, das war's, meine Lieben. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht wieder. Wenn ja, Daumen nach oben. Wenn nicht, führt so. Ich danke euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mira.